Ich wurde Meisterschüler, weil ich immer vorhatte, noch zu studieren, also nochmal Komposition zu studieren nach Kirchenmusik. Und das war mir aber immer ein bisschen verweigert durch die politischen Dinge, weil ich die Waffe verweigert hatte, durfte ich nicht an eine normale Hochschule. Also durfte ich schon, aber mit Umständen und ich hätte erst zum Wehrdienst gemusst, etc. Und das, so, dann hatte ich dann alle Hochschulen durch. Und dann sagte mir Juro Metsch, war damals ein guter Freund von mir, der hatte hat in Berlin studiert, bei Paul-Heinz Dietrich, glaube ich, an der Hochschule. Da hat Dietrich noch unterrichtet. Und da probierst du doch mal als Meisterschüler. Gut, und dann hat es dann schon 82 geklappt, dass ich dann anfangen konnte als Meisterschüler. Ich kannte damals noch gar nicht so viel von Georg. Natürlich hatte ich ein, zwei Schallplatten, wo auch was von ihm drauf war. Mal zur DDR-Musik dann was von ihm gehört, aber es war vor allem auch ein menschlicher Aspekt. Also ich habe ihn einmal gehört bei einer Rede vor dem Komponistenverband. Die hat mich tief beeindruckt, mit welcher Klarheit, mit welcher Menschlichkeit er da gesprochen hat, verbogen, ganz klar. Und da dachte ich, das ist der richtige Mann. Ja. So war die Entscheidung, habe ich ihn dann angesprochen auch gleich. Dann er hatte ja im Keller sein kleines Studio gehabt zu Hause und da hat er mir immer viele Dinge erklärt, die analogen Geräte, die damals natürlich noch überwiegend war, aber auch als er seinen ersten Atari-Computer hatte und dann anfing zu programmieren. Ja, spielte dann schon eine Rolle. Das war eine ganz wichtige Arbeit, also dieser Umgang mit Filtern und Delays und Modulationen, diese Prozesse. Ja, dieses analoge Herangehen, das ist etwas, was sich mein Leben so geprägt hat. Es war eine Befruchtung auch für die Komposition selber, also für die, sag ich mal, traditionelle Komposition ohne Elektronik. Es hat sich gegenseitig befruchtet. Und dann sind die Wandlungen entstanden, auch relativ zeitnah. Das hatte ich angefangen im Studio von Lothar Vogtländer als reines Tonbandstück und habe es dann im Studio der Akademie, war so mein letztes Stück beim Georg, umgearbeitet als Stück für Zuspiel, quasi wie seine Dialoge imaginär. Der Posaunist und das Tonband in Korrespondenz. Und das hat sich dann auch fortgesetzt. Ja, wie war das mit Volkländer, mit Katze? Das war natürlich so, die beiden waren natürlich die beiden, sag ich mal, Führenden und hatten dann natürlich durch ihre schon internationalen Erfolge in Bursch, waren sie ja dann sozusagen jährlich immer im Festival vertreten, kamen sie natürlich auch nach Nachwuchs gesucht, haben uns damals jungen Leute, Lutz Plantin, Ralf Heuer, Hans Dutschko, so motiviert, etwas zu machen. Erinnerst du dich an die Reihe Kontakte zum Ja, Beispiel? natürlich, ich erinnere mich an die Reihe Kontakte, da waren ja auch viele internationale Gäste immer da, eingeladen. Anton Riedel, Sten Hansen und so weiter. Also mit dem Studio war es dann sozusagen wieder, wenn ich das mal so sagen darf, in der DDR offiziell, dass es elektronische Musik gab. Vorher waren das ja immer Privatstudios. Es gab ja schon was schon mal Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, was dann leider verschwunden ist. Und damit hat es einen enormen Schub bekommen. Also das wurde dann auch in den Festivals, Biennale und DDR-Musiktagen war das dann einfach schon, sage ich mal, Normalität geworden, dass die Stücke auch da gespielt wurden. Ja. Und das führte ja dann sogar dazu, dass dann weiß nicht genau, 88 oder 89, in der DDR die Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik gegründet worden ist, noch bevor die Mauer fiel. Ja, da gab es schon eine große Innovation, was da entwickelt wurde. Ja. Und es wurde ja auch viel Eigenes gebaut. Ich erinnere mich, Georg hatte Kontakt zu einem Techniker, der eben Geräte baute. Und da war viel los. Eine der Stücke im Konzert ist die Ballade vom zerbrochenen Klavier. Ja, ich habe eine Erinnerung, das war abends um 10 Nachtkonzert, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Festival war. Es gab ja nur die beiden großen Biennale oder DDR-Musiktage im Theater im Palast. Und ich erinnere mich noch genau,
Ich glaube, der Pianist war Gerhard Erber, saß da, ich saß ziemlich weit hinten, war dunkel und dann, ich kannte das Stück nicht, wir hatten da nicht drüber gesprochen groß, und dann ging diese Performance los, und ich war sehr angetan und dann hat man natürlich, also ich habe jedenfalls dann sehr schnell mich in einmal in diese Landschaft versetzt gefühlt, die er da beschreibt. Und natürlich dann, wie sich daraus sozusagen der Konflikt oder die Erzählung entwickelt mit diesen Konflikten, die er anreißt, von Erziehung, von Gesellschaft, von Umwelt, einer Zeit, wo man ja noch hier überhaupt nicht drüber sprach. Ja. Und dazu auch noch eben wieder das kommunikative, ja fast unterhaltsame Element. Ja, nicht fast, es ist unterhaltsam. Ja. Aber es geht darum, dass er tatsächlich, das weiß ich, im Spaziergang dieses Klavier gefunden hat. Ja. Und sofort natürlich seine Idee daraus, ein Stück zu machen. Ein Klavier, kaputtes Klavier liegt da im Wald, so wie er es beschreibt. Man kann drauf schlagen, etc. Man kann noch Klänge, Erinnerungen hervorholen aus diesem Klavier. Und ich weiß auch, er ist dann extra hingefahren mit seinem U-Herrn und hat das noch aufgenommen. Und es geht in dem Text eben darum, einmal um, dass da ein Klavier liegt. Was liegt da für eine Kultur eigentlich? Was ist da alles mit diesem Klavier schon geschehen? Wie viel Musik ist darauf gespielt worden, welche Vergangenheit hat es und wo geht es in die Zukunft hin? Ja? Und diese Frage ist natürlich dann wieder eine gesellschaftliche Frage. Ja? Und er hat einfach natürlich viele Texte gemacht zu Stücken von sich, später eigentlich immer mehr. Und das hat auch was mit seinem kommunikativen Element zu tun, dass er eben auch diese Parameter, ich benenne das mal bei ihm jetzt so, dass er eben nicht nur die musikalischen Paräte benutzt hat und auch diese außermusikalischen als Komponist selbst formen wollte. Ja? Und da hat er eine große Entwicklung auch gemacht als Autor des Textes. Was wird das Publikum in diesem Konzert erleben? Das war natürlich sowieso in dem Fall eine gute Sache, dass wir aufgrund der Corona-Einschränkungen das vorproduzieren konnten oder quasi eine Probe machen konnten, indem wir es produzieren konnten und die Stücke da sich nochmal ganz anders eingeprägt haben. Und ich denke, es wird wenn ich das jetzt als Werbung sagen darf, ein spannendes Konzert, weil wir eine Vielfalt von Stücken von Georg kennenlernen, eben seine berühmten Dialoge, sein Kommunikationsbestreben, in dem Fall eben Zuspiel und Live-Instrument, ein Solo-Instrument. Und das wird dann durch dieses Stück, über das wir gerade sprachen, die Ballade vom zerbrochenen Klavier, sozusagen noch verstärkt. Das gehört ja nicht zu der Reihe Dialoge, weil natürlich da noch mehr stattfindet, weil der Pianist ja nochmal selbst Dialoge führt, nicht nur ein Dialog zwischen Instrument und Zuspiel, sondern quasi als dritte Ebene der Pianist als Sprecher noch dazukommt. Und ich denke, dass insgesamt dieses Konzert, die Reihenfolge ist mir jetzt nicht bekannt, wie sie dann ablaufen wird in dem Konzert, aber von seinem ersten Stück, Dialog 1 mit Flöte und Zuspiel, wo das was sehr rhythmisch betont ist, wie er über den Ton D, wie er den dann auch rhythmisch moduliert mit den klangfarblichen Modulationen, einer Ringmodulation und wie das dann in eine perkussive, fast sture Rhythmik umkippt, ein sehr mitreißendes Stück. Bis hin zu diesem Klangflächenstück für Klarinette, Entschuldigung, Bassklarinette und Zuspiel, was er seinerzeit für Wolfgang Fuchs geschrieben hat, dem großen Improvisator auf Saxophon und Klarinetten, was jetzt der Matthias, finde ich, auch zauberhaft musiziert. Und dann noch das, ja, ich sag's mal, französische, schamvolle Stück für Akkordeon. Das ist auch von ihm, da ist er auch inspiriert, das weiß ich, von den französischen Straßenmusikanten. Das hat ihn immer sehr geprägt. Er hat ja auch ein Konzert geschrieben für Akkordeon und Saxophon mit Straßenmusikelementen. Und dieses Stück, was von Christine dann gespielt wird, ebenso nochmal ein wunderbarer Kontrast zu den Dialogen sein wird. Viele Dinge, ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst nennen sollte. Einmal durch seine unheimliche Kreativität, seinen Fleiß. Er hat ja, mir sind 27 Stücke allein mit Elektroakustik bekannt. Das werden nicht alle wirklich sein.
dass er eben auch diese Mittel immer sehr, also Mittel der Elektronik, eingesetzt hat, um seine Sprache zu erweitern, in Verbindung mit dem Instrumentarium. Und seine Musik ist tatsächlich sehr kommunikativ. Es ist immer ein Gespräch suchen, manchmal auch Fragen stellen, also mehr manchmal sogar Fragen stellen. Und ich meine, sein letztes großes Werk, das Orchesterstück Discorso, sagt ja der Titel schon, ja, diese im Diskurs bleiben, das ist eigentlich immer, und das spürt man seiner Musik auch an, sie ist darauf angelegt, etwas zu erzählen. Ja. Sie ist nie Selbstzweck. Also die Musik ist schon selbstständig, aber sie ist so angelegt, dass sie immer die Kommunikation sucht. Und das hat was, denke ich, damit zu tun, dass er immer darauf geachtet hat, wie funktioniert die Musik, wenn ich den Schreibtisch verlasse. Es ist nur eine Theorie, ich habe mich mit meinem Material auseinandergesetzt, sondern wie kann ich es wirklich transportieren? In den Stücken, wo diese beiden Ebenen ablaufen, mit dem herkömmlichen Instrumentarium, dann gibt es ja schon diesen Dialog. Egal, ob das Stück jetzt Dialog hieß oder nicht, das war immer bei ihm eine Ebene, die im Gespräch mit der anderen Ebene war. Und bei den reinen elektroakustischen natürlich auch. Also ich denke an sein Stück Et Memoir oder Rambo. Da wurde ja wirklich dann auch geschichtsphilosophisch und politisch Dinge aufgearbeitet. Fast im Hörspielcharakter, man sagt ja auch radiophone Kompositionen dazu. Ich denke, viele werden ihn vermissen als Charakter, als Farbe, als Sprache in der heutigen Musikwelt. Ja. Und ich wünsche mir natürlich, dass, und ich hoffe, dass ich einiges dazu tun kann, soweit es mir möglich ist, dass diese Musik einfach nicht ins Vergessen gerät. Natürlich ist das Neue, was entsteht, dass die Musik muss auch aufgeführt werden. Das hat letzten Endes Vorrang. Aber diese Musik, ich bin mir auch ziemlich sicher, wird immer aktuell bleiben. Und ich hoffe, dass sie sozusagen nicht, was vielen anderen natürlich passiert, dass erstmal der Schublade verschwindet. Oder das. Und da denke ich, dass wir mit diesem Projekt jetzt durch das Studio der Akademie auch einen kleinen Anschub nochmal wieder mitmachen, darauf aufmerksam machen, was er geleistet hat, sowohl organisatorisch, gesellschaftlich, damals, um das aufzubauen, das Studio, aber auch allein mit seiner Musik. Ja. Und ja, ich denke eigentlich immer an ihn, wenn ich komponiere, weil es sind so viele Worte, die er mir gesagt hatte, die sind auch irgendwie immer da. Ja.